Ich möchte heute mit Gottes Hilfe noch einmal, nein, nicht so auf die Mütter eingehen, aber auf das Thema Erziehung eingehen. Ganz bewusst auf das Thema eingehen, denn das ist der Weg, der dahin führt, dass die Kinder ihre Eltern, ihre Mütter lieben, schätzen und ehren. Ich habe letzte Woche gesagt, ich greife nur so oberflächlich den Gedanken. Heute möchte ich ein bisschen tiefer auf diesen Gedanken der Kindererziehung eingehen. Und ich lese uns zwei Bibelstellen, die wir schon letzten Sonntag auch hatten. Aber dennoch möchte ich diese zwei Bibelstellen uns lesen. Erstmal aus dem Alten Testament, aus Sprüche. Kapitel 22, Vers 6 und dann aus Epheser. Also Sprüche, Kapitel 22, Vers 6. Wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Epheser, Kapitel 6, gleich von Anfang, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist billig. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Zwei Bibelstellen von sehr, sehr unterschiedlichen Zeiten. Hunderte von Jahren liegen dazwischen und dennoch diese zwei Bibelstellen, die passen zu 100% zusammen. Ihr Lieben, Kindererziehung ist eine der wichtigsten Aufgaben der Eltern. Nicht ein Haus bauen ist das Wichtigste. Nicht einen guten Job, eine gute Arbeit haben und viel Geld verdienen ist das Wichtigste. Sondern die Kindererziehung ist die Nummer eins, was uns Eltern anvertraut worden ist. Warum? Irdische Sachen kommen und gehen. Das Haus wird gebaut, nach vielen Jahren wird es zerstört. Das ist das Leben des Menschen. Doch die Seele des Kindes hat einen unfassbaren Wert, hat einen sehr hohen Wert vor Gott. Es ist eine Seele, die eins in der Ewigkeit sein wird. Und darum ist es eine der wichtigsten Aufgaben. Geschwister, ich werde auch manche Fehler, die wir im Leben bei uns gemacht haben, auch darüber sprechen. Ich habe letztes Mal gesagt, es gibt keine Eltern, die fehlerlos sind, die alles perfekt machen und keinen Fehler begehen. Wenn wir aufrichtig sind, wir werden es sehen. In unserem Leben, wo wir vielleicht noch manches investieren könnten, das, was wir nicht gemacht haben, könnten vielleicht noch mehr tun. Ich muss ja sagen, zu unserer Zeit, da wir noch kleine Kinder waren und junge Familien waren, waren keine Themen in den Versammlungen über Erziehung. Ich habe einen älteren Bruder gefragt, der heute in der Ewigkeit schon ist, warum habt ihr nicht gesprochen über Ehen, über Kindererziehung, über Familienleben? Der sagt, ich weiß es nicht. Wir hatten auch nicht viel Literatur. Es waren kaum Bücher zu unserer Zeit, die Aufklärung
über Kindererziehung gebracht haben. Und so stand man in manchen Sachen unwissend. Das, was früher in einem anderen Lande war, das war manches hier, ich sage mal, sehr schwer auch umzusetzen. Die Umstände sind ganz anders gewesen. Und es fehlte uns an manchem Licht. Heute haben wir eine Auswahl. Wir haben Literatur, wir haben viele Bücher, die Aufklärungen über Erziehung geben. Doch ich möchte ein bisschen freier heute sprechen und eine Frage stellen an die jungen Familien. Wer von euch hat in der letzten Zeit ein Buch über Erziehung gelesen? Hebt man die Hand. Eine. Nur eine. Das ist die Not unserer Zeit, Geschwister. Dass wir gebrauchen nicht die Mittel, die uns gegeben sind. Wir könnten in vielen weiter sein. In der Erziehung ist es sehr wichtig, oder in der Erziehung brauchen wir viel Weisheit, sehr viel Weisheit. Und mit unserer menschlichen Weisheit stehen wir oft an der Wand. Wir kommen nicht weiter mit unserer Weisheit. Deswegen brauchen wir viel Gebet in der Erziehung, und durch das Gebet wird uns Weisheit zuteil werden. Gott gibt uns Weisheit, wenn wir im Gebet vor Gott treten. In der Erziehung brauchen wir sehr viel Geduld. Sehr viel Geduld. In der Erziehung sehen wir uns, wo wir stehen als Eltern. Menschen, die aufrichtig sind, die kommen mit ihren Fehlern dann zum Herrn. Menschen, die nicht aufrichtig sind, die treten darüber und gehen einfach weiter. Aber wir brauchen sehr viel Geduld. Und ich sagte letztens, einen anderen erziehen, muss ich selbst erzogen sein. Und ich möchte hinzufügen und unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Dann wird Gott auch mir Weisheit in der Erziehung geben. Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich, Umstände ändern sich, aber Gott ist unveränderlich. Der Herr spricht durch den Propheten Hesekiel im 16. Kapitel. In 16. Kapitel, der 7. Vers, der erste Teil, es heißt hier Hesekiel 16, 7, ich habe dich erzogen und lassen groß werden wie ein Gewächs auf dem Felde. Ich habe dich erzogen, und in 5. Mosebuch Kapitel 8, Vers 5, 5. Mose 8, Vers 5. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich gezogen hat, wie ein Mann seinen Sohn zieht. Wenn wir aufmerksam diese Gedanken lesen, der Prophet und so auch der Mann Gottes oder der Herr durch Mose spricht, und er sagt, ich habe dich gezogen. Ich kann einen Menschen ziehen, nur in die Richtung, in die ich gehe. Ich kann nicht in eine Richtung gehen und einen Menschen in andere Richtung ziehen. Und das gibt uns eine Aufgabe, dass wir unsere Richtung prüfen, Geschwister, als Eltern, als Väter, als Mütter. Welche Richtung wir gehen. Diese Richtung können wir unsere Kinder ziehen. Und doch spricht der Herr noch ein Wort in Jesaja im 1. Kapitel. Jesaja Kapitel 1, Vers 2. Höret ihr Himmel
und Erde nimmt zu Ohren. Denn der Herr redet, ich habe Kinder auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. Also, dieses Wort gibt uns zu verstehen, Geschwister, dass es kann auch bei bester Erziehung manches Mal misslingen, dass ein Kind einen falschen Weg einschlägt. Es kann passieren. Es kann vorkommen. Der Herr sagt, ich habe meine Kinder erzogen und der Herr tut das Beste. Aber sie sind von mir abgefallen. Und nun die Frage, warum erzieht der Herr seine Kinder? Weil sie das Werk seiner Hände sind. Und zweitens, weil der Herr sein Wohlgefallen an ihnen hat. Wenn der Herr kein Wohlgefallen hätte an seinen Kindern, so würde er sie nicht erziehen. Wir müssen staunen, Geschwister, wenn wir über Gott nachdenken. Was alles tut der Herr für den Menschen? Was alles tut der Herr für die Familie? Was alles tut der Herr für die Eltern, für die Kinder? Wie viel investiert der Herr in das Leben der Menschen hinein? Man muss staunen oft. Weil sie sind sein Werk. Er hat den Menschen geschaffen, er hat sein Wohlgefallen daran. Und ich will dir sagen, lieber Mutter, lieber Vater, wenn du Wohlgefallen an deinem Kind hast, dann wirst du dein Kind erziehen. Wenn du kein Wohlgefallen an deinem Kind hast, wirst du dein Kind so einfach laufen lassen. Der Prophet Hosea, der spricht im 11. Kapitel, Hosea Kapitel 11, Vers 4. Und das ist ein unheimlich wichtiges Wort hier. Hosea 11, Vers 4. Ich ließ sie ein menschlich Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen, das Joch an ihren Hals tragen und gab ihnen Futter. Also er sagt hier, mit Seilen oder in Seilen der Liebe gehen. Und das ist so wichtig, Geschwister, dass Eltern und Kinder in Seilen der Liebe gebunden sind. Und dass nie im Leben diese Seilen zerrissen sollten werden. Denn nur da, wo Liebe, wo vollkommene Liebe herrscht, man kann so in die Vergangenheit zurückschauen. Es waren viele Eltern, mit denen man Gemeinschaft hatte, und man hat so unterschiedliche Erziehung gesehen. Es gab Eltern, die mit Härte ihre Kinder erzogen haben. Es gab Eltern, die mit Liebe ihre Kinder erzogen haben. Und wenn wir heute auf das Resultat schauen, die Eltern, die ihre Kinder mit Liebe erzogen haben, die haben heute einen Gewinn. Die mit Härte erzogen haben, die haben Verluste im Leben. Deswegen sagt der Prophet, diese Seilen der Liebe, die sollten auch im Leben zwischen Eltern und Kinder sein. Durch die Erziehung beweisen wir die Liebe an unseren Kindern. Wenn wir die Erziehung vernachlässigen, stürzen wir unser Kind in Elend. Der Herr erzieht seine Kinder. Der Apostel Paulus, ich werde manche Bibelstellen uns mitgeben. Der Apostel Paulus, der schreibt in Römer, in 8. Kapitel, der 28. und 29. Vers. Römer, Kapitel 8, Vers 28.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also der Apostel spricht hier und sagt, dass sie sind gleich dem Ebenbilde des Sohnes Gottes. Also der Herr erzieht seine Kinder, um sie zu gestalten in sein Ebenbild, in das Ebenbild der Reinheit, in das Ebenbild der Heiligkeit. Eltern sollen ihre Kinder erziehen, damit sie dem Ebenbilde der Eltern gleich sind. Geschwister, wünschen wir, dass unsere Kinder unserem Ebenbilde gleich sind. Wünschen wir, dass unsere Kinder unsere Fußstapfen nachgehen. Wisst ihr, wir haben zu unserer Zeit viel für das Irdische investiert. Doch was ich heute sehe, und das ist mein Fehler, dass wir haben viel zu wenig des Geistlichen hineingelegt in die Kinder. Man könnte viel mehr des Geistlichen hineinlegen. Natürlich, man hat gemacht, man hat getan. Aber aus heutiger Sicht, wenn ich heute sehe, ich sehe, dass ich viel zu wenig für das Geistliche investiert habe. Das Irdische war wohl alles da. Auf dem besten Stand, man hat den Kindern alles gegeben und eingeordnet, aber das Geistliche, das ist das Wichtigste. Das, was der Bruder uns auch am Anfang gesagt hatte, hinweisen auf den Herrn, mehr dieses Geistliche zu fördern, damit es geprägt, das Kind geprägt sein sollte. So, jetzt die Frage natürlich, was ist Erziehung und was heißt Erziehen? Die Gedanken, die laufen hier sehr, sehr unterschiedlich unter den Menschen. Schreien, schimpfen, schlagen, strafen ist keine Erziehung. Ist keine Erziehung. Ihr Lieben, Erziehen heißt trainieren. Und Erziehung heißt nichts anderes als Training. Doch die große Not unserer Zeit, dass die meisten Eltern haben nicht das Ziel, ganz bewusstes Ziel, das Kind zu trainieren. Man geht zwar seinen Pflichten nach, das Kind wächst so in der Familie auf, hat gewisse Gewohnheiten, aber ganz gezielt das Kind zu üben, das Kind zu trainieren. Wir wissen, was ein Training ist. Und wenn der Training vernachlässigt wird, dann fängt man an zu schreien. Und was ist das Ergebnis? Der Apostel Paulus, der gibt uns da die Antwort. In Kolosser, im 3. Kapitel, Kolosser Kapitel 3, Vers 21. Es heißt hier, ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht scheu werden. Wenn Eltern anfangen, auf ihre Kinder zu schreien, ihre Kinder zu beschimpfen, dann werden die Kinder scheu. Die Kinder sollten keine Angst vor den Eltern haben, sondern Respekt den Eltern gegenüber aufbringen. Das ist der Unterschied. Der gewaltige Unterschied, Geschwister. Respekt vor den Eltern. Es gibt keine schlechten Kinder. Es gibt keine schlechten Kinder. Es gibt schlechte Trainer. Das ist das ganze Geheimnis. Es gibt Trainer, die keine Ausdauer haben.
Trainer, die keine Geduld haben. Und die geben es auf und dann sagen sie, na, lass es laufen dann. Es ist heute leichter den Menschen einen Hund trainieren als ein Kind. Es macht Spaß, einen Hund trainieren. Aber das Kind, das kostet viel mehr Aufmerksamkeit. Und das kostet viel mehr Zeit und viel mehr Training. Und doch, Geschwister, es werden Hunde trainiert heute, es werden Pferde trainiert, es werden sogar wilde Tiere trainiert und gezähmt. Es werden Löwen gezähmt, dass der Mensch kann mit ihm bewegen. Wenn nur wild trainiert wird, warum das kleine Kind nicht? Was heißt trainieren? Trainieren heißt zum Gehorsam erziehen, auf dass das Kind auf das Wort hört. Und da hörte ich einen so Trainer, oder wie soll man nennen, der Pferde gezüchtet und beherrscht hat, so Pferde trainiert hat. Und er redete mit den Pferden immer leise. Der hat keine Peitsche gebraucht, der redete mit den Pferden. Und dann kam ein anderer und wollte das Pferd reiten. Dann sprang er auf das Pferd, nahm noch die Peitsche zur Hand, schrie los. Das Pferd wurde unruhig, fang an zu springen hin und her, der wurde noch lauter. Das Pferd wurde noch unruhiger. Und dann sagt der Trainer, runter mit dir. Sprang auf das Pferd, sprach ganz leise zu dem Pferd, los. Das Pferd ging. Der hielt, sprach wieder zum Pferd, ganz leise, das Pferd blieb stehen. So, ihr lieben Geschwister, es ist sehr wichtig auch für uns, wie wir mit unseren Kindern reden. Der Apostel Paulus, der spricht in Kolosser, im 4. Kapitel, in Kolosser im 4. Kapitel, im 6. Vers sagt er, eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt. Gehört es nur in das Leben in der Gemeinde? Oder gehört das auch in das Leben in der Familie, dieses Wort? Oder soll man es aus dem Leben der Familie streichen? Weißt du, kein Schreien, kein Schimpfen wird den Training ersetzen. Niemals. So, wenn ich zurück in mein persönliches Leben, auf manche Lebenserfahrungen eingehe, spreche zwar nicht gerne darüber, aber als ich in Militärdienst mit einberufen worden war, das Erste, da kommen so 50 junge Männer, die voll Kraft und Energie und sagen, viel Torheit auch im Kopf haben, kommen damit 18 Jahre hin und jetzt diese jungen Leute sollst du jetzt beibringen. Das Erste, was man uns geschult hat, stillzustehen. Das war nicht einfach. Ganz still zu stehen für einen jungen Menschen, der voll Kraft ist, viel reden will und jetzt das zu üben. So, und jetzt ist Mittag. Wir gehen in die Kantine zu essen. Wir haben 20 Minuten zum Essen. So, dann kommt eine andere Einheit. Vor der Tür sich anstellen und jetzt eine nach dem anderen ganz leise reingehen. Wenn es angefangen wird zu reden, so, dann geht es raus. Jetzt sind wir drinnen, jetzt fängt einer an zu reden. Und die Erzieher, die hatten Spaß daran, die uns geschult hatten. Raus alle, anstellen sich wieder. Gab eine Lektion, wieder rein. So, jetzt stehen wir drin, jetzt fängt an, einer zu lachen. Raus. Es bleibt 5 Minuten zum Essen. Rein. Es ist alles gekocht, heiß. Jetzt nimmst du ein paar Löffel rein. Aufstehen, raus. Mancher packt noch ein Stück Brot, schiebt es in die Tasche schnell. So, aufgestellt und die sehen alles. Der, ein Schritt raus. Taschen leeren. Was hast du? Brot. Gut.
Sand her. Die Taschen werden mit Sand gefüllt, zugenäht. 2 Wochen gehst du mit Sand in den Taschen. Da hast du 2 Kilo von beiden Seiten. Stillstehen. So, das Zweite, was man geschult hat, richtig gehen. Wie, 18 Jahre bin ich gegangen, jetzt kann ich nicht richtig gehen. Habt ihr gesehen schon Männer, die aus dem Militär nach Hause gekommen sind, wie sie gehen? Sie sind geübt da drinnen. So, man hat uns geschult, die Füße aufheben, nicht schleifen lassen. Stellung ganz gerade stehen und nicht gebückt. Und so weiter. In 4 Wochen war die Prozedur vorbei. Waren alle geschult, könnten still stehen, richtig gehen, rechtzeitig essen und so weiter. Und so, Geschwister, wenn man erwachsene Männer erzieht, sehr unterschiedliche Herkunft, sehr unterschiedliche Erziehung zu Hause, sehr unterschiedlichen Gedanken, man bringt alles bei, ist es nicht möglich, ein Kind in der Familie zum Gehorsam zu erziehen? Es ist alles möglich. Deswegen sage ich, es gibt keine schlechten Kinder, es gibt schlechte Trainer. So, wie redest du mit deinem Kind? Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir lernen, unsere Kinder zuhören. Sehr oft haben Eltern Probleme, weil sie nicht zuhören, das Kind. Das Kind kommt und redet und stellt Fragen den Eltern und die Eltern sitzen im Handy drin. Schauen das, spielen das und das. Das Kind redet und fragt und redet und man ignoriert das Kind. Du bringst dem Kind bei. So wie du das Kind zuhörst, so wird es auch dich zuhören. Deswegen müssen wir lernen, das Kind zuhören und lernen auch mit dem Kind richtig zu reden, leise zu reden. Schreie nicht zu deinem Kind. Wenn du zu deinem Kind ständig schreist, es gibt auch heute Eltern, die erwachsene Kinder haben, aber die schreien ständig. Weil das ist ihr Leben so, sie können nicht anders. Rede leise mit deinem Kind, dann wird dein Kind auch mit dir leise reden. Das Kind, es ist die Zeit, wo der Charakter des Kindes gebildet wird. Deswegen ist es wichtig, dass das Gehirn des Menschen trainiert sollte werden. Viele Konflikte, die heute zwischen Eltern und Kindern sind, die würden nicht da sein, wenn Kinder richtig trainiert würden. Richtig erzogen werden. 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3. Vers 3. Also 1. Mose 3, Vers 3. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret auch nicht an, dass ihr nicht sterben. Sehr interessant. Der Herr hat den Menschen geschaffen, der hat den Garten gemacht und mitten im Garten pflanzt er oder setzt er einen Baum und sagt, diesen Baum darfst du nicht anrühren. Warum hat der Herr so gemacht? Warum hat er überhaupt den Baum da gepflanzt? Um den Menschen zu provozieren? Oder um den Menschen zum Gehorsam erziehen? Den Menschen zum Gehorsam erziehen. Wie man einen Knaben gewöhnt, lässt er nicht ab, wenn er auch alt wird. Ihr Lieben, man hört manches Mal von Eltern, es ist modern heute dieses Wort, wir müssen das Haus kindersicher machen. So, das heißt, alle Gegenstände, die da herumstehen, die müssen irgendwie entweder versteckt oder nach oben gebracht werden, dass das Kind es nicht anfassen kann. Kindersicher machen. Ist das richtig oder ist das falsch?
Als wir jung waren und unsere Kinder ganz klein waren, wir hatten viel Besuch, immer wieder. Und man hat gesehen auch diese unterschiedliche Erziehung. Und auch ein Fall möchte ich mit hineinflechten hier. Die Kinder, die wussten auch, welchen Besuch kommt, und manches Mal haben sie gesagt: Papa, wir müssen unsere Sachen verstecken. Es bleibt nichts heile. So, und da haben wir Besuch, das ist so ein kleiner Knirps, und als er reinkam, ich beobachtete ihn, der schaute immer so, immer drumherum, und dann ging es los, durch das ganze Haus, hin und her gerannt. Auf einmal ist es stille. Ich gehe ins Kinderzimmer, der sitzt auf dem Tisch. Runter. Es ist nicht der Platz. Runter, nach einer Zeit, komme ich ins Kinderzimmer. Der sitzt oben auf dem Schrank. Ich habe mich gefragt, wie er dahin gekommen ist. Es war aber nicht der Höhepunkt noch. Dann rennt er durch das Haus. Die Spielsachen fliegen, bleiben Stücke davon. Auf einmal bleibt er stehen, wir haben einen Kamin, der stand leer, der bleibt stehen vor dem Kamin, schaut hin und her, packt an den Griff, macht auf und will in den Kamin rein. Stopp, geht nicht. Irgendwann war der Tag zu Ende. Wir freuten uns, dass wir Besuch hatten, wir freuten uns, dass wir nicht jeden Tag so einen Besuch hatten. Manche Gardinen waren auf dem Boden, das Haus sah aus wie nach einer Schlacht. Das ist Erziehung, Geschwister. Das ist Erziehung. Das sind nicht Kinder, das sind Trainer. Das sind Kinder, denen man alles erlaubt. Und das ist nicht der biblische Weg. Also Salomo spricht in Sprüche im 13. Kapitel. Lasst uns aufschlagen, dieses Wort. Im 13. Kapitel. Der 24. Vers hier. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer aber ihm lieb hat, der züchtigt ihm bald. Kapitel 22, auch hier in Sprüche. Kapitel 22, Vers 15. Torheit steckt den Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie fern von ihm treiben. Ich habe letztes Mal gesagt, heute ist die Rute nicht mehr auf der Tagesordnung in der Familie. Man gebraucht heute nicht mehr die Rute. Vielleicht sieht deswegen auch die Gesellschaft heute aus. Wenn die Bibel spricht von einer Rute, dann spricht er auch von einer Rute. Und wenn wir lesen von einer Rute, so heißt es nicht, das Kind durchpeitschen, dass es blau ist. Ich habe ein Büchlein gelesen und da schreibt der Schreiber manche Gedanken. Der sagt, stelle einen Gegenstand, dass das Kind einfach den Zugang hat. Und wenn das Kind sich naht, will das nehmen, sagen nein. Und wenn das Kind nicht hört, sagt er, nimm ein kleines Rutchen und schlag es einfach auf die Hand. Manche Eltern klatschen mit der Hand auf der Hand. Das verursacht vielleicht mehr Schmerzen, aber das hat nicht den Effekt, die Wirkung. Die Rute hat einen Respekt. Ein Kind hat vor der Rute einen Respekt. So schreibt weiter dieser Schreiber und sagt, wir hatten ein kleines Kind, ein Mädchen geboren, das fing an zu krabbeln und das hat die Treppen lieb gewonnen. Und immer wieder will sie Treppen steigen oder Treppen hochklettern. Und der Vater sagt nein, das Kind geht trotzdem. Der sagt nein, das Kind geht trotzdem. Der nahm die Rute und hat ein bisschen dem Kind mit der Rute gegeben, hört nicht. Der sagt zweites Mal, das Kind hört nicht. Und er stand da, deswegen sagte er, wir brauchen Weisheit. Wie soll ich jetzt handeln? So, jetzt kann ich alles fallen lassen und sagen, ja Krauch, irgendwann fallst du runter, hast eine Lektion gelernt.
Dann sagte er, ich nahm die Rute und legte sie auf die erste Stufe. Das Kind kommt jetzt dran und ich sage nein. Und das Kind hat Respekt jetzt, das sieht die Rute. Das Gehirn wird trainiert. Und Geschwister, wir sollen wirklich Ziele setzen in unserer Erziehung. Trainieren die Kinder, erziehen die Kinder zum Gehorsam. Keine Härte, kein Zorn, sondern mit Liebe. Und dann brauchen wir diese ganzen Gegenstände nicht wegräumen. Es ist wichtig, in solchen Situationen, wer setzt den Willen jetzt durch? Die Eltern oder die Kinder? Wenn die Kinder einmal ihren Willen durchsetzen, dann werden sie auch das zweite, auch das dritte Mal ihren Willen auch durchsetzen. Darum investiere die Zeit in das Leben deines Kindes und du wirst dann Freude haben. Der weitere Gedanke, den ich uns ans Herz legen möchte, denn ich sehe, auch bei mir war zu wenig Zeit für das Kind. Bewusst Zeit für das Kind. Wir haben Zeit für viele andere Sachen heute. Aber Zeit mit dem Kind. Ich freue mich, wenn ich sehe heute Eltern, die wirklich Zeit sich für die Kinder nehmen. Wir sind beschäftigt. Und das ist die Aufgabe der Mütter am meisten. Die Väter sind auf der Arbeit oft. Aber die Mutter bringt die meiste Zeit mit den Kindern. Und es ist wichtig, dass wir diese Zeit sich nehmen, bewusst mit den Kindern. Es ist wichtig, Geschwister, dass die Kinder lernen, auch Sachen schätzen. Und wenn es auch Spielsachen sind, nicht, dass man die Sachen wirft durch die Gegend und die kaputt gehen, die werden dann, wenn sie mit solchen Sachen, Kinderspielsachen so umgehen, die werden mit wertvollen Sachen später im Leben genauso umgehen. Das ist alles eine Schule. Der Einfluss der digitalen Welt in unserer Zeit auf die Kinder. Ein großes Problem, eine große Not. Wir leben heute in einer Google-Gesellschaft. In einer Google-Gesellschaft. Der Mensch hört auf, heute zu denken. Man sieht das überall. Mensch bekommt Informationen immer mehr, der sieht, der hört, der sieht, der hört auf zu denken. Und das ist ein großes Problem. Die ganze Digitalisierung, die Menschen werden nicht schlauer, nicht kluger, nicht weiser dadurch. Man sagt in der Welt, der Mensch verblödet, der Mensch verdummt einfach. Eine ganz kleine Erfahrung, die ich diese Woche auch auf der Arbeit gemacht habe. Ich sage, der Mensch will nicht denken. Ich bin eher so ein Springer, arbeite fast auf jeden Arbeitsplatz in der Abteilung, heute hier, morgen dort und so weiter. Macht mir auch Freude. Und ich kriege mit an einer Maschine immer Störung. Immer Störung und ich fragte einen Kollegen, der dabei war an der Maschine, ja, was machst du? Quittieren und weiter. Quittieren und weiter. Ich kann das nicht leiden, ich kann so nicht arbeiten. So, und jetzt kommen Schlosser, es kommen Elektriker, der schließt sein Laptop da dran und steht vor diesem Laptop. Stundenlang und er sagt, ich finde nicht. Und ich, ein einfacher, unausgebildeter Laie, ich denke, ich habe ein ganz anderes Denken. Du suchst ja überhaupt nichts. Du stehst ja vor diesem Bildschirm stundenlang und suchst ja gar nichts. Wenn ich was suche, dann gehe ich der Reihe nach. Hier, da, da, da und ich suche so. Der sagt, ich finde nicht. So, und jetzt am Freitag muss ich an die Maschine. Störung, quittieren geht nicht. Jetzt muss ich suchen. Und ich fange an von einem, zweiten, dritten, vierten. Jetzt Punkt gefunden. Ein kleines Teil wurde ausgewechselt, die Maschine läuft. Aber der Mensch will nicht denken. Das ist das Problem.
An die Maschine wird Computer angeschlossen, an das Auto wird der Computer angeschlossen, an den Menschen wird der Computer angeschlossen und alles soll der Computer entscheiden. Und der Mensch hört auf zu denken. Du setzt dich in das Auto, ein Knopfdruck, Navigation. Früher bin ich mit der Karte in der Hand gefahren, dann habe ich gemerkt, hier steht ein Baum, hier steht ein Haus und so weiter. Heute Knopfdruck und das, was die Tante da erzählt, so fahre ich meinen Weg. Hör auf zu denken. So, und es wird, Geschwister, nicht besser. Wir können diese Sache nicht wegräumen, nicht wegschaffen aus der Welt. Wir können aber über diese Sache eine Kontrolle haben. Und die Not, die ich heute sehe, es wird viel zu früh den Kindern das Handy in die Hand gedrückt, Tablet in die Hand gedrückt, und wenn es auch ein Kindertablet ist. Viel, viel zu früh werden Kinder mit dieser digitalen Technik oder werden Kindern diese digitale Technik anvertraut. Das zerstört die Kinder. Das zerstört das Nervensystem. Jetzt schreit das Kind, auf einmal drückt die Mutter ihm das Handy in die Hand, so, als ob man den Schlüssel umgedreht hat, taubstumm. Haben wir uns überlegt, was das für eine Wirkung hat? Warum schreit das Kind und auf einmal drückst du ihm das Handy in die Hand, es wird komplett umgeschaltet, sitzt ganz ruhig. Es hat doch eine Gewalt, dieses Gerät. Es übt doch etwas aus, oder es nimmt doch das Kind komplett gefangen, besser gesagt. Deswegen, ihr lieben Eltern, gebt bitte in Jesu Namen nicht den Kindern diese Geräte, den kleinen Kindern. Gebt den Kindern Spielsachen, damit das Kind spielt und denkt, was soll ich, wie kann ich hier aufbauen, dort aufbauen. Wir haben uns mit Sand gespielt und Spielsachen und sind nicht törichter als die Menschen, die heute da sind. Aber wie gesagt, das ist das Problem, dass die Psyche des Menschen wird zerstört und der Mensch, der wacht, der legt sich digital, würde ich sagen, hin zum Schlafen, der wacht digital auf, kommt zur Arbeit digital mit den Kopfhörern, geht zur Schule mit dem Handy in der Hand, mit den Kopfhörern und dann kommen sie zur Arbeit, Handy und hier drin, hören und schauen. Und dann steht er auf dem Arbeitsplatz so, ich wollte einem sagen, hast du psychische Anfälle? Was ist mit dir? Aber das ist der Einfluss, Geschwister. Das ist der Einfluss. Das ist die Wirkung. Deswegen möchte der Herr uns verhelfen, dass wir das verstehen und nicht den Kindern diese Sachen anvertrauen, diese Sachen geben. Es führt weiter. Dann kommen Spiele, vielleicht zuerst harmlose, dann kommen Filme, dann kommen Horrorfilme, Horrorspiele und dann hörst du Amok gelaufen. Hier 16 Mann vor einigen Jahren in Winnenden getötet. Da Amok gelaufen, Menschen getötet. Woher kommt das? Das kommt aus diesem Gerät. Das kommt aus dieser digitalen Welt. Das Kind wurde da geübt. Jahrelang geübt und jetzt will es ausprobieren, wie es live ist. Wie es wirklich ist. Bewahre uns Gott, dass wir das verstehen. Da ist ein Vater und ein Sohn, aber ich muss es sagen von vorne, es war eine gesunde Beziehung zwischen Vater und Sohn. Gläubige Familie. Man hat Freunde hier und dort und auf einmal kommt der Sohn und sagt, Vater, ich möchte zum Rockkonzert. Wie würden wir reagieren, Geschwister, als Eltern? Wenn dein Sohn kommen wird und sagt, ich will zum Rockkonzert. Was? Rockkonzert? Was ist mit dir los? Weißt du nicht, wo du aufgewachsen bist? Oder wie werden wir reagieren?
Der Vater sagt, gehe und frage den Herrn. So wie er sagt, so werden wir handeln. Aber ganz ruhig und gelassen. Nach einer kurzen Zeit kommt der Sohn, der Vater sagt, und was hat der Herr gesagt? Ja, der Herr hat gesagt, ich soll dich fragen. Ich soll dich fragen. Es gibt manches Mal Leute, die sagen, ja, Gott soll mir das sagen. Der Herr hat die Eltern gesetzt, als Erzieher. So, da bin ich in einem Ort, habe auch über manche Familien Gedanken gesprochen. Da steht eine Mutter auf am Ende und sagt, ich habe meine Kinder den Herrn abgegeben. Schön und gut. Der Herr hat sie dir gegeben, damit sie erziehst in Zucht und Vermahnung zu ihm und du sagst, ja, nimm der Herr meine Kinder und mach selbst aus sie. Falscher Weg. Eine falsche, faule Ausrede und nichts mehr. Die Kinder sind für uns für eine Zeit anvertraut. Manches Mal hört man auch, ich sage mal, Omas und Opas, ja, wir haben zu wenig für unsere Kinder gemacht, jetzt machen wir mehr für unsere Enkelkinder. Es ist schön und gut, wenn man unterstützt die Kinder, doch die Erziehung bleibt auf die Eltern, nicht auf die Großeltern. Und ich wünsche, Geschwister, dass wir Geduld haben, dass wir Kraft haben in der Erziehung, dass wir nicht aufgeben. Es geht hier um unsterbliche Menschenseelen, die eins in der Ewigkeit sein werden, dass wir nicht eine Last in der Erziehung sehen, sondern dass wir eine Freude in der Erziehung haben, dass wir Ziele in der Erziehung ganz bewusst, wenn ein Mensch ein Pferd trainiert, der hat ganz bewusst Ziele und der hat ganz bewusste Methoden, die er einsetzt auch in der Erziehung. Und dass auch wir da nicht so, dass die Kinder einfach in eine familiäre Atmosphäre aufwachsen, sondern dass wir bewusst investieren. Ganz besonders in das geistliche Wohlergehen dieser unsterblichen Seelen. Gott verhelfe uns, Gott segne uns. Nehmt bitte diese Gedanken mit, denkt darüber nach, beherzigt sie. Und wo es nötig ist, wo man vielleicht Fehler begangen hat, wo man vielleicht zurückgehen sollte. Wir sollen uns nicht schämen noch scheuen. Und wenn es nötig ist, auch die Kinder um Vergebung zu bitten. Das bringt keine Unehre, das macht uns nicht kleiner. Das bringt eine Ehre im Angesichte der Kinder. Der Herr verhelfe uns, der Herr segne uns weiterhin. Amen.